Hallo zusammen. Heute fangen sicher viele von euch wieder mit der Schule an und die Ferien sind vorbei. Darum ist es umso wichtiger, dass du während dem Lehren etwa um 9:30 mit uns eine Bewegungspause machst. Diese Woche bei der Wochenchallenge ist das Thema Balancieren. Das Gleichgewicht ist für uns alle ganz wichtig. Anfangen tust du diese Woche schon mit der Gleichgewichtsübung, nämlich beim Zähneputzen. Während dem Zähneputzen stehst du auf ein Bein. Wenn dir das zu einfach ist, kannst du mal probieren, die Augen zuzutun oder auf ein Tüchli-Rolli stehen. Und am Abend oder am Mittag, wenn du wieder die Zähne putzt, nimmst du das andere Bein. Nimm dir diese Woche jeden Tag eine Viertelstunde Zeit, für dein Gleichgewicht zu trainieren. Was und wie du das machst, spielt nicht so eine Rolle. Du kannst ganz kreativ sein. Das Einzige, was du brauchst, ist einfach eine instabile Unterlage. Wir zeigen dir jetzt ein paar Beispiele. Du kannst die vereinfachen oder auch erschweren. Kannst du dir jetzt selber basteln. Du brauchst ein Holzbrett und als Röhre kannst du ein Blackroll nehmen, eine dicke Kartonröhre, ein PVC-Rohr oder auch ein Kuchentröhli. Du findest sicher auch draussen um das Haus herum oder im Wald ganz viele Sachen, die du kannst darüber balancieren und dein Gleichgewicht trainieren. Wir gehen jetzt auch ein bisschen schauen. Kommst du mit? Und so wie ich hier auf der Slackline, muss man halt manchmal üben. Jetzt seid ihr dran. Nehmt euch jeden Tag ein bisschen Zeit dafür. Viel Spass!